Was macht Corona mit uns und unserer Musik? Welche Probleme, Auswirkungen und sozialen Konflikte hat dies auf die Musikbranche? Wo findest du Hilfe und welche Chancen hat die Krise für dich persönlich? Dies möchte ich mit dir heute besprechen. Mach mit und diskutiere mit uns auf diesem Kanal. Hey, start producing with the School of Sound. Ich bin Emanuel. Bei uns lernst du schneller, weiterzukommen mit Producing. Du hast unseren Kanal noch nicht abonniert? Dann wird es Zeit, dass wir uns kennenlernen. Klicke jetzt auf Abonnieren und den Alarm für neue Videos von uns. Vielen Dank. Corona und Musik. Ich habe eine Übersicht zusammengestellt über die verschiedenen Themen, nämlich die Probleme einerseits, Auswirkungen, die sozialen Implikationen, dann auch interessante Songs, die Chancen für dich persönlich und auch die Hilfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dieses Video ist interaktiv. Diskutiere mit uns mit und sag uns, wie du die Krise erlebst und dann können wir das zusammen diskutieren. Zuerst mal zu den ersten Problemen, die diese Krise für uns gebracht hat. Natürlich hatte es zuerst mal keine Events mehr, also keine Groß-Events, die wurden alle abgesagt, die wurden alle verschoben und so weiter, immer wieder weiter verschoben. Die fehlenden Einkünfte, wo niemand kommt, da wird auch nicht bezahlt. Das war natürlich frappant und hat wirklich zu großen Umsatzeinbußen geführt, von Groß-Events bis zu dem kleinen Musiker, der halt eben nichts mehr machen kann mit Musik. Die ganze Clubbranche wurde schlussendlich dann geschlossen, zuerst mal schrittweise. Das war wirklich ein Riesengezänke auch bei uns. Die wurden immer wieder für irgendwas verantwortlich gemacht. Einmal sogar hat es geheißen, die sind hauptverantwortlich. Die Hauptansteckungen fänden quasi in den Clubs statt. Das wurde dann einen halben Tag später wieder dementiert. Nee, das sei dann zu Hause und eben nicht im Club. Da hat man sich ja schon ein bisschen gefragt, ja, was läuft da? Da wurden schon ein bisschen Sündenböcke gesucht. Sie waren dann konsequent und haben dann geschlossen. Alle Musikevents wurden abgesagt. Die soziale Komponente der Musik wurde komplett ausgestoppt. Wir konnten nur noch irgendwie via Zoom oder irgendwelche anderen Kanäle uns überhaupt hörbar machen. Das war schon erster Schock, mal zuerst, und zwar für die gesamte Branche. Sämtliche Leute, mit denen ich gesprochen habe, sahen das ziemlich ähnlich und musste man sich zuerst mal komplett neu organisieren. Die Auswirkungen daraus, zuerst die Frage, wie sehr brauchen wir die Kultur? Also kann man überhaupt noch Kultur machen in diesem Umfeld? Auch die Berechtigung von der Kultur und Kunst wurde in der Krise öfters mal in Frage gestellt. Ich finde natürlich, man darf die nicht in Frage stellen. Es soll kein Thema sein, die irgendwie fallen zu lassen, aber das Essen kommt zuerst. Also das war ganz klar, wenn man die Sprache von der Politik angeschaut hat. Schauen wir mal, dass wir genügend Klopapier haben und Brot und dann können wir weiterschauen, ob die Musik noch irgendwie am Laufen ist oder nicht. Dann kam auch die ganze Diskussion auf von der Luxusbranche Musik. Ist das eine Luxusbranche? Können wir uns das leisten? Der Bundesrat hat mal gesagt, wir können uns quasi nicht noch mehr Zahlungen leisten. Das war weit bevor überhaupt die Künstler irgendwie unterstützt worden sind. Das fand ich dann schon ziemlich bedenklich und hat auch im Ausland für einen ziemlichen Aufschrei gesorgt. Da waren dann nicht alle ganz einverstanden damit. Finanzen und Musik, ein großes Thema bei den Auswirkungen. Als drittes Thema die sozialen Implikationen. Zuerst mal waren da gewisse DJ-Partys in Verruf geraten auf Sansibar. Das war ein Thema hier in der Schweiz. Da gab es gewisse DJs, die flogen dann irgendwo hin, wo es halt eben noch möglich war. Entweder nicht reported wurde, wie viele Kranke es gab, oder es war einfach sonst irgendwie möglich. Haben halt verschiedene Leute das ausgenutzt und sogar noch Reisen angeboten. Hier kannst du noch unbekümmert festen ohne Ende. Das war dann mit dem Hashtag Not Our Scene schon ziemlich schnell beendet, weil die ganze Clubszene hat gesagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht unterstützen. Wir machen keine soziale Ausbeutung auf den Schultern von Schwachen, welche das vielleicht dann ausbaden müssen, nur weil wir halt trotzdem noch ein bisschen Party feiern wollen. Die DJs als Superspreader, also das quasi das Dilemma DJ-Shaming, hat die Zeit auch in diesem Link, den ihr hier sehen könnt, aufgearbeitet. Der Hashtag GutNachtLeben in Zürich symbolisiert so ein bisschen die Ersten, die schließen müssen und die Letzten, die öffnen dürfen. Leider halt eben die Clubs. Wie hat die Krise dich betroffen? Schreib es mir in die Kommentare. Sag mir auch, wenn du einverstanden bist mit dem, was ich sage. Wenn du sagst, nee, das habe ich jetzt anders erlebt, dann schreib uns das bitte jetzt in die Kommentare, damit wir
darüber diskutieren können. Dann ist ja so, dass wir innerhalb der Corona-Krise viel Zeit haben, um über uns selbst nachzudenken. Ich selbst habe das auch natürlich gemacht. Ich habe viel über die School of Sound nachgedacht. Ich habe verschiedene Änderungen natürlich gemacht. Ich habe viel über mich nachgedacht. Ich habe auch vieles geändert, wie ich das wahrscheinlich sonst eben nicht gemacht hätte. Viele Leute haben sich in dieser Zeit Zeit genommen, um Songs zu machen. Ich habe die besten, die ich gefunden habe, aufgeschrieben. Von Jimmy Fallon, Silbermond, The Beatles, Die Ärzte, bis zu Bleiben Sie zu Hause featuring Bundesrat, welche ich persönlich eine von den coolsten Parodien finde. Und die geht mir immer noch nach. Also wenn ihr da auf YouTube mal ein bisschen reinschauen wollt, es macht wirklich Spaß, die Songs da anzuhören. Nathan Evans hat auch den Wellerman noch rausgebracht, kürzlich ein Riesenerfolg, wie er einfach ganz alleine da sitzt mit seiner Trommel und Musik macht. Ja, ich muss sagen, das hat mich auch ein bisschen bewegt. Es ist so ein bisschen das Warten auf das Ende oder das Warten auf die Erlösung, die dann da vielleicht kommen sollte. Wie siehst du das? Ist Corona inzwischen ausgestanden? Haben wir Möglichkeiten, schneller vorwärts zu kommen? Wirken die Impfungen? Was hältst du davon? Und so weiter. Schreib uns das unbedingt in die Kommentare. Wo Gefahren und Probleme sind, sind auch Chancen. Persönlich empfinde ich das Vorantreiben der Digitalisierung als großartiges Ding, das da uns passieren konnte. Ich denke, wir haben wahrscheinlich Schritte gemacht, die sonst in 3 Jahren möglich gewesen wären, in einem Jahr. Ich sehe das in allen Bereichen von meinem Umfeld, die einfach irgendwo hingekommen sind, wo sie sonst nicht hingekommen wären. Die bestellen jetzt online, die machen Online-Kurse. Das ist wirklich spannend. Und finde ich persönlich eine große Bereicherung auch. Natürlich hat das auch zur Verlangsamung und zur Entschleunigung beigetragen. Ich empfinde es als großen Vorteil, dass mir nicht jeden Tag 100 Flugzeuge über den Kopf düsen. Wir sind zwar relativ weit weg vom Flughafen, aber ich mag mich erinnern, noch vor einem Jahr sind einfach die Flugzeuge im 1-Minuten- oder 2-Minuten-Tag vorbeigeflogen. Ich habe mich daran gewöhnt, es ist auch weit weg, aber es ist eigentlich schon wahnsinnig, was da passiert ist. Also wenn wir denken, dass wir da fliegen mussten, dass das halt auch anders möglich ist. In dem Sinn ist es auch die Besinnung aufs Wesentliche. Unterstützungen zum Glück sind teilweise großzügig ausgefallen, also in meinem Umfeld auch, dass da wirklich Überleben gesichert wurde. Immer wenn ich höre, dass wir es doch ganz, ganz übel hätten und wie schlecht es uns ginge, geht doch mal nach Indien. Es ist eine absolute Riesenkatastrophe, was dort abgeht. Ich meine, die Leute, die haben keine Chance. Wenn wir uns da aufregen, dass es uns doch so schlecht gehe und so, dann muss ich sagen, nee, vor 500 Jahren in der Pest, die wussten nicht mal, was passiert. Da starben einfach die Leute. Es war einfach undurchsichtig und wir haben minutengenaue Änderungen. Von dem her geht es uns unglaublich gut. Meine persönliche Meinung. Dann auch das Thema natürlich Impfung. Da möchte ich nicht zu weit reingehen, aber natürlich die große Frage von nur Geimpfte an Konzerte. Ich bin da ein bisschen zweigeteilt. Einerseits ja klar, das macht die Geschichte sicherer. Auf der anderen Seite, nee, wieso soll ich mich da irgendwie einschränken lassen und dann eben nicht mehr dürfen? Zweiklassengesellschaft und so weiter. Hier denke ich einfach, die Zukunft wird es weisen. Als letztes Thema werde ich in die konkreten Hilfen reingehen, welche du in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreffend Corona hast. Für Deutschland erstens mal von der Bundesregierung selbst natürlich Unterstützung für Künstler und Kreative. Hier habt ihr den Link dazu, dann auch Spin-Up, welche eine gute Sammlung von Tipps für die Musikkarriere in Corona zusammengetragen haben, auch wirklich verschiedene Tipps, wie man eben nicht nur einfach das Schlechte drin sehen kann, sondern auch eben das Positive drin sehen kann und konkrete Tipps, wie man weitergehen kann und was man aus der Krise machen kann als Musiker. Der dritte Link, Fragen und Antworten von MDF. Dann in Österreich, das Bundesministerium für Kultur hat eine spezielle Webseite dafür aufgeschaltet, wo du Hilfen bekommst und natürlich auch Musik Austria hat eine spezielle Webseite dafür erstellt. In der Schweiz ist es Sonart, die eine Corona-Info-Helpline und eine ganze Website dafür aufgeschaltet haben, um Hilfe zu erhalten. Dann natürlich die Covid-Kulturverordnung und auch Swiss Culture, die sicher sehenswert ist. Soweit zum Thema Corona und Musik. Ich hoffe, euch einen guten Überblick über die Situation gegeben zu haben, natürlich auch persönliche Einblicke. Mich würde es wirklich sehr interessieren, wie siehst du das? Was machst du aus der Situation? Was hat dir geholfen? Was hilft dir konkret momentan? Wo siehst du die Chancen für dich? Was hast du konkret gemacht? Wie machen wir insgesamt das Beste aus dieser Krise? Diskutieren wir zusammen. Schreib uns in die Kommentare, was du denkst. Darauf freue ich mich.
Die School of Sound gibt's wirklich. Du kannst Online-Kurse und Masterclasses, Classroom-Kurse und Einzelstunden besuchen. Nicht alle Angebote sind immer verfügbar. Link in der Beschreibung. Das war's mit dem aktuellen Video. Wenn es dir gefallen hat, like es, abonniere unseren Kanal und klicke den Alarm, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Vielen Dank. Hier nochmals die verlinkten Videos und der Subscribe-Button. Mir hat's Spaß gemacht. Happy Music Making. Bis bald.